kein Monster in Sicht. Beruhigend. So, von da kommen wir. Das sieht aus, als ob es weitergeht. Also gucke ich erstmal hier. Wer hat das hier eigentlich gebaut? Das muss ja, was weiß ich, wie lange gedauert haben. Oh, hier sind wieder irgendwelche Maschinen. Und was zu lesen. 12. August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Das ist ganz schön krank, was die da machen. Was ist das? Ein Eimer Teer. Ich denke, man braucht kein Teer, um die Kugel zusammenzusetzen. Aber vielleicht brauche ich ihn für irgendwas anderes. Falsche Taste gedrückt. So. Lässt sich nicht bewegen. Na toll. Tja, und nu? Gehen wir weiter. It's hammer time. Immer noch kein Vieh in Sicht. Beruhigt mich ja schon etwas, muss ich zugeben. So, dann gucken wir mal, was uns am Ende dieser Halle erwartet. Du machst mir keine Angst. Was sehe ich da durch die halboffene Tür? Okay. Ich glaube nicht, dass es sonderlich gesund wäre, zu versuchen, da durchzugehen. Der Sockel hat eine glatte, halbkreisförmige Vertiefung an der Oberseite. Der Sockel am Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Ah, okay. Hier muss dann der Orb hin, wenn wir ihn zusammengesetzt haben. Gut zu wissen. Dann müssen wir jetzt mal Orbstücke suchen. Bitte kein Monster, 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 bitte kein Monster. Gott sei Dank, kein Monster. Okay. Der würde mir jetzt nur noch ein... Gott, da fallen mir jetzt nur noch die Hebel ein, wo ich davon ausgehe, dass ich die dazugehörige Maschine repariert habe. Und das heißt Backtracking. Wie abscheulich, dachte er.
Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Naja, wenn er das sagt, wird das schon stimmen. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Boah, ist das fies. Aber das hat man, glaube ich, macht man, glaube ich, wirklich so. Nee, ich wollte ja erst... Ups, falsche Taste. Ich wollte ja erst nach dem Öl da oben gucken. Tschüss, Agrippa. Bis später. Ich sag dir Bescheid, wenn ich diesen Weiher-Typen treffe. In das Labor will ich auch noch rein. Ich könnte mal ein bisschen mehr laufen, ne? Ich strotze irgendwie immer überall nur hin. Also mit diesen Sunda-Büchsen, das ist irgendwie genauso wie Heil-Items in irgendeinem Rollenspiel oder sonst was. Hebt man sich prinzipiell für später auf. Und später ist irgendwann, wenn das Spiel schon längst vorbei ist. Oder hat einer von euch jemals ein Elixier in einem Final Fantasy Spiel benutzt? Wenn es nicht die absolut letzte Möglichkeit war, um noch zu überleben. Ah, das klingt doch gut. Das hat sich ja gelohnt. So, aber was haben diese Hebel gemacht? Kann ja eigentlich nur hier unten irgendwo sein. Ich habe ja eine Vermutung. Und zwar waren das ja zwei Hebel, links und rechts. Daniel, du hast gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Ich dachte, es passiert irgendwas. Was ich sagen wollte. Was ist das? Eine Spinne. Ach du Scheiße. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Die war gar nicht da. Und zwar hatten wir ja hier die beiden großen Tore, die wir nicht öffnen konnten. Und die jetzt offen sind. Guck mal. Da und da. Was? Ja, ich bin halt einfach gut. Okay, links oder rechts? Links. Immer prinzipiell erstmal nach links und Licht machen. Die Pfui. Ich weiß ganz genau, was da unten ist. Das hat sich richtig gelohnt. Und wenn ich da jetzt irgendwas dranhänge, zum Beispiel. Komm, Fischi, 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 Fischi. Guten Appetit und vergiss das Kauen nicht.
Ishii? Nam, 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 nam. Ich habe Angst, da reinzufallen. Reste aufgehoben. Der Knochen ist mit Schleim bedeckt, deswegen stecken wir ihn natürlich in die Tasche. Mache ich auch immer so. Wenn ich einen Knochen mit Schleim finde, der wandert erstmal in meine Hosentasche. Man weiß ja nie, wann man sowas mal gebrauchen kann. Querschiff. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskusrosenöl zu suchen. Oh, das ist aber... Na gut, ein Querschiff, ne? Wie in der Kirche. Mit einem... Heptagramm auf dem Boden? Pentagramm ist 5, zack ich. Das sind 7. Heptagramm? Ich meine Heptagramm. This one, prepare him. Was haben wir denn da oben? Hoffentlich kein Monster. Oh, diese Wendeltreppe. Hochzusteigen ist gar nicht so einfach. Das ist bestimmt der gute Alexander von Brennenburg. Der hat sich wirklich gut gehalten dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist. Mordinstrumente im Arbeitszimmer. Wie sich das gehört. Das handhabe ich genauso. Hier ist Öl. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Ein Stück Schnur. Und Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen. Dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war.
Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Das sind ganz schön kranke Notizen hier. Ganz schön krank, aber man hat das ja früher wirklich so gemacht. Das ist ja jetzt nichts, das irgendwie groß zeigt, das ist so ein Monster. Ich meine, Folterknechte, die haben ja früher auch schon so gearbeitet. Dunkelheit gefällt mir nicht. Immer die Tür schließen. So. I. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Hier ist ein Schrank zum Verstecken. Ja, hallo? Damit heben wir hier die Ketten an. Okay. Monster? Nicht.